Hallo, ihr Lieben! Es ist April und was bedeutet das? Es gibt Neuheiten und ich möchte mit euch zusammen mein Paket auspacken. Was ich liebe, dass ich Mary Kay Direktorin bin, passiert wirklich absolut viermal im Jahr, dass der Postbote sehr ersehnt wird, weil er einfach die neuen Produkte dabei hat. Und der erste Weg ist dann immer ins Badezimmer und ich möchte euch heute mal mitnehmen und euch die Produkte zeigen. Und zwar, gerade im Moment ist es ja besonders wichtig, öfter die Hände halt zu waschen und halt einfach wirklich sie öfter zu reinigen. Und was könnte da Besseres kommen als unsere Handseife? Unsere Handseife kostet 19 Euro. Sie reinigt die Hände ohne Austrocknen, denn sie hat einen Anteil von Shea-Butter halt drin. Und wenn du 20 Sekunden deine Hände mit einer Pumpmenge halt wäscht, dann kommt ganz, ganz weicher, sanfter Schaum, der die Hände umhüllt und diesen wirklich ein unheimlich weiches Gefühl halt gibt. Sie hat keine Parfüme, also ist im Prinzip für jeden geeignet. Ich finde, es ist ein super Geschenk. Das zweite ist, was machst du, wenn du halt unterwegs bist? Du kannst unterwegs halt nicht die Seife dabei haben, weil du kein Waschbecken unterwegs hast. Und da hat sich Mary Kay was richtig Cooles einfallen lassen. Und zwar ist das unser No Rinse Handcleanser. Entschuldigt, es ist der Handreiniger für wirklich unterwegs. Und das Coole ist, er hat so einen Pumpapplikator. Er liegt bei 12 Euro und ist mit Sicherheit gerade für jeden geeignet, einfach dabei zu haben unterwegs. Was ist das Wichtige daran? Der reinigt, indem man halt einfach in die Hände sprüht, es dann halt einmassiert, ohne dass er halt einfach austrocknet. Auch er hat Shea-Butter Anteile halt einfach in sich und es ist parfümfrei, also für jeden geeignet, gerade wenn es um das Unterwegs halt geht. Okay, jetzt kommt aber mein absolutes Highlight. Und zwar ist es limitiert, also schlagt zu, wenn ihr glaubt, das könnte etwas für mich sein. Und zwar gibt es jetzt eine rosa Clay Mask, heißt sie. Die Pink Clay Mask, eine rosa Tonerdemaske. Und wofür ist sie verantwortlich? Sie entspannt, sie reinigt, sie verwöhnt und sie regeneriert die Haut. Du trägst sie halt auf. Und ich zeige euch sie mal auf dem Handrücken. Du kannst sie natürlich direkt ins Gesicht auftragen. Guck mal. Guck mal, ob ich das so einfangen kann. Ja, so wie so altrosa, würde ich fast sagen. Na, ich verteile mal hier so ein bisschen. Bin gespannt, wenn ich die ersten Bilder aufnehme. Da sieht man es vielleicht so ein bisschen. Genau. Wichtig ist, es ist, die riecht extrem gut, wirklich extrem gut. So gut riecht keine andere Maske von uns. Und warum? Sie hat die Duftnoten von taubedeckter Pfingstrose und Teeblüte. Sie regeneriert einfach die stumpfen Hautstellen im Gesicht, so gerade so Wangenbereich, was ja eher halt mal trocken ist. Sie reinigt aber auch die T-Zone und sie ist ganz weich und geschmeidig. Und sie hat einen Extrakt, und das ist der Frangipani-Extrakt. Und das ist ein Antioxidant. Und das ist ganz, ganz wichtig für unsere Haut, um sich einfach wehren zu können gegen alles, was draußen rumschwirrt. Daher ist sie für mich ein absoluter Alleskönner und sie kostet 29 Euro und gehört für mich in das Badezimmer halt einfach rein. Sie ist ein bisschen wie die kleine Schwester der Kohlemaske. Wer die schon liebt, wird diese hier genauso lieben. Sie ist ein bisschen weicher auf der Haut, wirklich wie so ein Sahne-Effekt, muss ich wirklich sagen, aber halt einfach mit dieser Reinigungswirkung. Und es ist ja das Multimasking total in aller Munde. Und wir haben natürlich einfach auch schon Masken. Und da gibt es auch einen Flyer zu. Wir haben die Gelmaske als Feuchtigkeitsmaske, die Kohlemaske als Reinigungsmaske und die
Timewise Even Complexion, das ist unsere Sahnemaske, die so ausgleichend ist. In Kombination mit den Eye Patches, die wir unter den Augen legen können für die Feuchtigkeit, mega cool. Aber was hat uns gefehlt in diesen ganzen Multimasking-Sachen? Und auch der ist limitiert. Ich werde mich gut bevorraten, aber tut mir einen Gefallen und meldet euch bei mir, wenn ihr es haben wollt. Und zwar ganz schnell. Und zwar gibt es jetzt neu den Silikonapplikator dafür. Also ein Maskenpinsel. Und der ist so, ja, man kann gar nicht sagen, dass es ein Pinsel ist, weil guckt mal, der ist so in einer, also wirklich eine Fläche. Aber den kannst du natürlich super abwaschen. Und ich habe ja jetzt noch ein bisschen Rest von der Maske drauf. Du verteilst es damit einfach nochmal sauberer, angenehmer. Es fühlt sich auch so ein bisschen an wie das Paar gerade zu Hause. Also wenn wer anders das bei dir macht, dann fühlt sich das ja auch so toll an. Er kostet 19 Euro und wer wirklich gerne Maske nimmt, ist es die Investition wert. Wenn man etwas mit Pinsel aufträgt, egal ob es Make-up ist oder jetzt in diesem Fall Masken, man braucht einfach nur viel, viel weniger und man kann viel präziser unter dem Augen oder über um die Mundpartie halt auftragen als mit einem normalen Foundation-Pinsel. Also, Zeit schnell. So, dann eins, wo die in Anführungsstrichen Mary Kay-Welt ein bisschen aufgewühlt wurde, weil wir ja, uns da ein bisschen halt drüber belesen mussten und auch wissen mussten, was hat Dallas da für uns vorbereitet. Und zwar bekommen wir, Achtung, ein Micellenwasser. Man hört das ja wirklich, ich höre das ganz oft, habe das ganz oft auf den Partys und in den Beratungen gehört, ich habe ein Micellenwasser. Und auch da kommt es natürlich ein bisschen auf die Qualität an, was man da halt hat. Aber was ist es halt überhaupt? Also, es ist im Moment mega angesagt und Trend, ein Doppel-Cleansing halt zu machen. Also, was heißt das? Du hast zwei Komponenten zum Reinigen. Und das erste, was du nutzt, ist das Micellenwasser. Und das Micellenwasser besteht aus zwei Komponenten. Einmal gereinigtes Wasser, wovon hier drin sehr, sehr viel halt ist. Und jetzt muss ich nachlesen, eine milde, oberflächenaktive Substanz. Und zusammen bilden sie die Micelle. Und Micelle kommt aus dem Lateinischen vom Mica und bedeutet das Kügelchen. Und ihr müsst euch das vorstellen wie ein Magnet, der quasi alle Unreinheiten von der Haut halt runternimmt. Das heißt, ihr würdet im Badezimmer erst euren Augen-Make-up-Entferner verwenden, würde dann euer Wattepad mit dem Micellenwasser halt tränken und würde dann das ganz langsam abreinigen. Ich empfehle, danach definitiv das Gesicht abzuwaschen, damit einfach keine Rückstände davon halt drauf ist und dann eben den entsprechenden Reiniger mit der Reinigungsbürste oder halt einfach ohne Reinigungsbürste halt zu benutzen. Es ist für alle Hauttypen geeignet und es ist aber für mich mehr ein Produkt der Zusatzpflege. Also das heißt, der Reiniger wird durch dieses Gesichtswasser nicht ersetzt. Vielleicht geht es für die Teenies, aber das ist auch schon alles. Für wen ist das Micellenwasser besonders geeignet? Das heißt, derjenige, der schnell auch. Zum Beispiel, du arbeitest in einem Fitnessstudio oder machst viel Sport und du willst mal eben schnell das halt abgereinigt haben. Damit kannst du es machen. Ich kann es mir sehr gut auch vorstellen, zwischen, wenn man in der Sonne halt sich oder in die Sonne halt legen möchte, mal eben schnell runter machen. Auch da würde ich einmal kurz abspülen und dann halt eben Sonnenschutz halt auftragen. Das ist auch für alle gereinigt, die momentan, für alle geeignet, die momentan FFP2-Masken die ganze Zeit tragen müssen, weil was passiert unter der Maske? Es staut sich die Luft, die warme Luft und diese Tröpfchen, diese Feuchtigkeit sammelt sich darunter. Es gibt sehr viele, die momentan unter Hautunreinheiten halt neigen. Das wäre ein Produkt dafür.
Maske, also wo es möglich ist, einfach runternehmen, einmal kurz abreinigen für alle, die in medizinischen Bereichen halt sind oder in Kindergärten oder beim Friseur, egal. Derjenige, der einfach die Maske halt mehrere Stunden halt hintereinander tragen muss, dafür ist es halt richtig, richtig gut, dass die Haut zwischendurch gereinigt wird. Und sie löst wirklich das Make-up, Öl und Schmutz werden angezogen. Und wer gerade zu einer fettigen, grobporigen Haut neigt, der wird dieses Micellenwasser halt lieben. Ja? So, das dazu. Habe ich was vergessen? Ich muss mal eben gucken. Nö, genau. So, dann ein Bestseller, der jedes Jahr kommt, und zwar ist das unsere Fußlotion mit Minzgeruch. Ihr könnt die auf die Beine auftragen, sogar über eine Nylonstrumpfhose, und es belebt die Füße. Es tut unheimlich gut für alle, die jetzt gerade wandern, walken, draußen aktiv sein, halt entdeckt haben und die einfach merken, okay, ich kriege schwere Beine irgendwie danach. Das ist die Hilfe. Gekühlt im Sommer ein Traum. Okay, dann, was immer am 16.04. kommt und so lange da ist, wie der Vorrat reicht, ist unser Sonnenschutz. Und ich zeige euch jetzt mal hier eine, und zwar, das ist der Sonnenschutz mit Lichtschutzfaktor 30. Da geht es los. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Lichtschutzfaktor läuft ja in der Tube ab. Das bedeutet, nächstes Jahr, also ihr solltet immer frische Produkte verwenden aus der jeweiligen Saison. Das heißt, sie müssen jetzt haltbar sein bis zu dem Jahr 23. Mary Kay bringt sie deswegen immer zum April raus, vor im Prinzip den ersten Sonnenstrahlen möglichst. Und dann wird die aufgetragen. Ihr braucht ganz, ganz wenig nur davon. Also wirklich ist super ergiebig. Hat einen angenehmen Parfüm, einen angenehmen Duft. Kein Parfüm. Und ich muss sagen, es gibt wenig Produkte, wo ich mit keinem anderen Produkt mehr gegenhalten kann oder was ich auch nicht auf der Haut ertragen kann. Und dazu gehört definitiv die Sonnenpflege. Es ist die beste Sonnenpflege, die nicht klebt, die kein ungutes Gefühl macht. Du kannst sie wirklich sogar im Gesicht verwenden, wenn du nicht da schon die Tagescreme mit Lichtschutzfaktor verwendest. Dann brauchst du es natürlich nicht. Und es ist wirklich ein hoher Schutz. Bei mir bekommen es auch die Kinder. Man kann natürlich extra Kinderprodukte nehmen, aber ich weiß, wie gut die Sachen sind. Das gibt es auch noch mit Lichtschutzfaktor 50. Dann haben wir wieder unsere Bräuning, unsere Selbstbräuner-Lotion mit einem leichten Kokosnussgeruch. Das Schöne ist bei diesem Selbstbräuner, dass der diesen Bräunungseffekt halt wirklich nach und nach aufbaut. Das heißt, du wirst nicht irgendwelche Rückstände zwischen den Händen oder sowas haben, sondern du kannst jeden Tag ein bisschen was machen. Du kannst es auch unter deinen Tagescreme ein bisschen drunter machen. Und sie baut sich halt nach und nach drauf und sieht wirklich dadurch halt sehr natürlich halt aus. Dann noch unser After Sun, das heißt nach dem Sonnenbad die Haut mit genügend Feuchtigkeit versorgen, damit einfach auch das Bräunungsergebnis halt einfach auch noch länger hält. Und dann kommen wir zu zwei, ich möchte euch die Farbennamen sagen, zu zwei Paketen. Und zwar sind es limitierte matte Liquid Lip Color Kits. Und das sind einmal der Look 9-to-5. Das ist ein Nude-Ton, also der nicht so auffällig ist. Und eher würde ich sagen, so ein, ich mache es euch mal auf dem Handrücken, auf meinen anderen Handrücken. So ein Braun, ein Rotbraun, würde ich fast sagen. Und dann halt eben der, so, jetzt zeige ich es euch. Guck. Da sieht man das. Das ist so ein dunkelrot. Ne? Wunderschön. Heißt 9-to-5, kostet 25 Euro, ist perfekt. Wir hatten diese At-Play-Sachen schon mal, auch limitiert. Sie sind super haltsam, sind für alle, die es gerne matt mögen. Und dann kommt das zweite Kit, das ist ein bisschen farbintensiver. Und dafür habe ich jetzt extra nichts auf die Lippen, außer eben das Lippenpflegeset gemacht. Und zwar ist das der Look Night Out.
Und das ist ein Berry-Ton und ein roter Ton. Und ich zeige euch mal diesen Beere-Ton auch wieder zum Vergleich auf der Hand. Machen wir mal da. Und den roten. Ja. Die sagen halt schon deutlicher, hallo, hier bin ich. Ne? Also da sieht man den hellen. Und da sind die beiden Night-Out-Töne. So, und den dunklen, den Beere-Ton, der passt jetzt wirklich von meinem Hautton. Tendenziell passen beide. Ich zeige euch mal. Wie leicht sie aufzutragen sind. Ungewohnt in der Kamera, vom Zoom und nicht vom Spiegel, aber okay, hier könnten wir vielleicht ein bisschen. So, aber das wäre er. Ne? Dass da nichts ist an den Zehen. Genau, das ist der matte Ton. Und ich finde die Farbe wirklich großartig. Ne? Es ist angenehm auf der Lippe, ohne dass es halt austrocknet. Es ist ein bisschen frisch. Und ich würde sagen, es sind zwei geniale Farben. Das Schöne ist, die sind wirklich nicht groß. Die sind so Handtaschen geeignet. Aber ich mag das auch, wenn man einfach, wenn die leer sind, sind die halt einfach leer. Und man kann halt wieder mal eine neue Farbe testen, anstatt dass sich halt so viel einfach im Bad ansammelt. Diese beiden Kits kosten je 25 Euro. Wenn ihr Fragen habt, fragt eure Beraterin, ob sie vielleicht für euch Angebote halt hat für diese, ja, für diese Kits, sage ich mal, oder was halt einfach gut zusammenpasst. Mein Angebot werdet ihr erhalten und ich freue mich und bin begeistert und ja, bin schon gespannt, wer wirklich eine Produktneuheit testen möchte. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen April und freue mich, wenn ihr auf Abonnieren klickt oder mir auch bei Instagram folgt. In diesem Sinne, macht's gut!